Es tut mir weh. Es tut mir im Herzen weh, aber es geht nie anders. Was? Wir werden etwas abreißen müssen. Und nicht Peter, nicht Peter. Doch. Ja, genau. Das ist halt die, das die meisten denken. Was wahrscheinlich auch bedeuten soll. Die Frage ist natürlich, wie kommt das Ganze in den Spektrographen? Vor allem, warum sind es ist ja nicht der einzige Pokémon-Mythos. Es sind ja so viele. Warum, was sind das für kranke Japaner, die sowas in Kinderspiele einbauen? Es ist ein Creepypasta, das ist ja nicht eingebaut. Ich meine, abgesehen davon, dass Japaner. Na gut, der Sound ist eingebaut, dieser Soundtrack, der ist eingebaut. Ja, es muss ja irgendwann eine Grundlage haben, so eine Creepypasta. Ich hab mir den mal komplett angehört, ne? Boah. Oh, guck mal, ein Skelett mit Goldrüstung, das hole ich mir. Goldrüstung ist schwul. Ach, geh weg. Auf jeden Fall. Danach. Es ist ein Unwohlgefühl, fühlt man. Ein Unwohlgefühl, genau. Das ist aber auch vielleicht auch psychosomatisch. Genau. Boah, es hält doch viel aus. Einige berichten auch davon, dass sie Kopfschmerzen haben. Das kann ich aber verstehen bei dieser komischen Melodie. Ja, Kopfschmerzen hatte ich auch. Das ist halt eine Melodie, die. Ja. Einmal total nervig ist, weil sie halt immer wieder dünn, 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 dünn. Oh Gott, ich würde jetzt gerne aufstehen und Licht anmachen. Deswegen gucke ich auch so ungern, werde ich Millionär. Weil er immer wieder dieses dünn, 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 weil die Günther ja auch so gruselig ist. Ja. Macht mir voll Angst. Ja. Und ist merkwürdig. Warum? Und wie man überhaupt zu solche Ideen kommt. Und vor allem, warum baut man so eine Musik ein? Wer macht sowas? Wer schreibt so eine Musik? Ich habe schon gefragt. Ich meine, wer schreibt so eine Musik? Leute, die jetzt schon krank sind. Jetzt, okay, das ist ein Spiel aus den 80ern, aber ich sag mal lieber gar nichts. Hat jemand zufällig Kies? Zufällig nicht. Julian, hast du Kies? Julian? Julian! Steve, now! Ach, Junge! Er macht jetzt gleich einen Screamer an, bestimmt. Oh, geh weg, hör auf, bring mich auf Ideen. Ich bin eh schon gerade total durch. Es ist immer wieder schön mit dir, Luca. Ich hasse Screamer, ist halt so. Ich hasse halt Screamer, das ist. Ich kann mir einen Horrorfilm angucken, das ist. Oh, Junge! Hör auf! Also, hör auf! Und er erschreckt sich trotzdem. Hör einfach auf, okay? Hör einfach auf! Es ist eh alles dunkel hier gerade bei mir. Es ist eh alles dunkel bei mir. So, jetzt geh weg, ich mach das Licht an. Haben wir keinen Cleanstone mehr? Oh Mann, das ist voll scheiße. Brauchen dringend mehr Öfen, das reicht bei weitem nicht hier. So, Licht ist an. Oh, ist ja schön. Ich erweitere die Ofenwand. Oh, du, Alter, das ist so laut, wie du gerade reinbrüllst, aber egal. Ich erweitere die Ofenwand. Na, mach ruhig, ich sterbe gerade bei mir ein bisschen leiser, so. Jetzt geht's wieder. Ja, gut, ich wollte. Ach, es ist so laut, weil ich den einen Kopfhörer die ganze Zeit nicht drin hatte. Ah, jetzt macht alles einen Sinn. Du meinst also, es war jetzt die ganze Zeit übertrieben laut? Nö, ich hab das nur so übertrieben laut gehört, weil es nur auf ein Ohr gehört. Ein Ohr. Auf einem Ohr. Ich hab einen Spender bei dir in die Kiste gelegt, ne? Ein Spender. Der Spendabel. Ein Pestspender. Kennst du ihn noch? Was? Pestspender? Nee. Oder wie man das ausspricht. Was meinst du denn? Das waren so kleine, so Plastik-Scheiß-Teile, die hatten. Oh, geoutet. Und die haben so vibriert. Da kommen Batterien rein. Ja. Nee, da kam so. Die sind pink und bunt. So quadratische Bonbons kamen da rein. Und die hat man dann da. In dem Zusammenhang ist das etwas falsch. Ach nee. Da kann man die Bonbons im Mund nehmen. Die schmecken ja, sehr gut. Ja, das war so. Ich weiß ja nicht, was du für eine Gekönntheit hattest, aber.
Ja, schreibt man P-I-Z. Ach, diese Dinger. PES, PES. Ja, ich weiß auch nicht, wie man die ausspricht. Ich hatte immer so einen Spender davon, ja, hatte ich auch immer. Die gab's mit verschiedenen Köpfen von Disney. Ich hatte einen Bob der Baumeister. Bob der Baumeister. Wenn das rückblickend ja auch ein bisschen, auch wieder ein bisschen creepy ist, dass da so Köpfe drauf hängen. Wahrscheinlich waren es die echten. Ich meine, diese Köpfe lassen sich zurückklappen und dann ziehst du ihnen diese Bonbons praktisch aus dem Hals raus. Oder die Zungen. Nee, die Eingeweide. Ja, weil du machst ja den Körper im Prinzip ganz leer. Oh, jetzt echt was nachfüllen. Das ist alternistische Kinder. Das bringen Kinder auch zu grausamen Dingen. Ja, Pestspender. Die Geister der 90er Jahre. Pest, ich bin Pestspender. Pestspender, ja. Pestbeulenspender. Hey Kinder, wollt ihr die Pest? Ja! Ja! Dankeschön. Ja! Hey. Die Pest! Ich hab Digga auf Pest ja hier im Angebot. Was, Digga auf Pest? Was? Ich hab gesagt, schön, Digga, hast Pest im Angebot. Nichts, was du wieder verstanden hast. Alter, ich befürchte, ich habe viel zu viel Glas gemacht. Was? Aber dafür haben wir dann wenigstens mal Vorrat. Und du hast Level. Ja. Angenehm. So. Ich fahr dann jetzt mal mit der Töff-Töff-Eisenbahn. Oh, ich glaube, wir müssen etwas tun. Es tut mir im Herzen weh, aber es geht nie anders. Was? Wir werden etwas abreißen müssen. Und nicht Peter! Doch. Nein! Dann ist Peter obdachlos! Er wird erstmal umgebracht. Nein! Erstmal kommt der Kopf ab und dann. Haben wir irgendwo TNT zufällig? Nein, nicht Peter! Ich werde Peter beschützen! Mit deinem Leben. Ja, mit meinem Leben. Ich lasse nicht zu, dass ihr ihn tötet. Komm, Peter. Okay, dann töten wir ihn. Rette dich. Nur Luca. Ich rette dich, indem ich deine Eingeweide mitnehme. Lalalala. Wir können ja irgendwo anders wieder aufbauen zur Not. Ja, habe ich jetzt. Moment. Zwei Hebel. Hier ran können wir ja so ein paar Häuser bauen, weißt du? An dem Weg. Ich hab ihn. Ich hab ihn im Inventar. Ja. Ich hab ihn gesteckt. Ich stelle ihn jetzt so im Inventar auf, wie er auch so steht. Also mit Hebel neben. Neben den Kopf und so. Sinnlos. Nein, so halte ich ihn am Leben. Ich muss gleich reanimieren. Ja. Das will ich sehen, wie du das machst. Mund zu Mund, ne? Mund zu Kürbisöffnung. Ja. So, Julian, willst du die Kisten ja leer machen bei Peter? Ja, gucken, was ich Platz habe. Und Holz kannst du hier auch holen. So. Der Peter muss weg. Okay, das war's dann wohl mit dem Peter. Traurig. So, der Schiller kommt auch weg. Die Wirtschaftskrise hat seinen Supidupi-Markt dahin gerafft. Bald machen wir Supidupi-Markt 2 auf. Ja, er öffnet eine Lade. Die große Neueröffnung. Jetzt expandiert. Oder wie beim SpongeBob-Film. Der Supidupi-Markt 2, gleich neben dem Supidupi-Markt 1. Wir expandieren ihn. Ja. Und zwar ums Fünffache. Peter wird ein reicher Wirtschaftsmagnat. Er wird ein Kaufhaus. Und alles aufgebaut auf Peter, dem Lustigen. War das nicht Peter Lust oder so? Nein, Peter dem Lustigen. Peter hat Lust. Auf Julian, du wolltest Holz holen. Holz. Und Kisten. Das Holz. Hol. Ja, ich will kurz noch was machen. Schnell noch die 7 Eier, die ich gefarmt habe. Das hört sich in dem Zusammenhang falsch an. Gott, hier im U-Bahn-Schacht, ne? Hier dringt immer noch das Wasser ein und alles ist scheiße.
Genau, ich Bock auf braune Wolle, lass den Begriff Scheiße bitte weg. Weißt du, wenn du so eine Baustelle siehst, Luca weiß, von welcher Baustelle ich jetzt rede, und dich dann nicht fragst, warum werden die nicht fertig? Ach so, ich weiß, welche Baustelle du meinst. In dieser Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde, hier im U-Bahn-Schacht, kann ich voll verstehen, warum die nicht fertig werden. Macht keinen Spaß, ne? Kein Bock. Genau. Man sieht es, man hat schon keinen Bock mehr. Julian, komm, Rudolf, ja. Ich verstehe schon. Julian, hol Holz. Julian. Luca. Hol Holz. Es ist gut. Das Ding. Ja. So, das war gerade wie meine Mutter. Wenn ich irgendwie sage, hallo, Luca. Luca. Ist total genervt. Luca, hol Holz. Okay, genau. Geh raus, bau Holz ab. Mit Axe sieht auch noch Craft ist hier. Soll ich eine Crafting Bench bauen, was? Julian, die Kisten! Was willst du? Du sollst die Kisten. Was willst du hoch? Willst du Kisten? Willst du zu Beef? Ja, ich hab gesagt, ich will erstmal meine. Okay, nein. Ich will erstmal die Eier. in die Hühnerfarm werfen. Da fällt doch eh, da kommt eh nichts raus. 7 Stück, ja, da können ein Huhn rauskommen. Ja, wenn überhaupt. Alter, ich brauch Fackeln. Na, dann ja. Hol dir Fackeln. Dann mach dir welche. Ich kann mir keine Fackeln mitzunehmen. Ja, dann mach dir welche, meine Güte, wie beschränkt bist du eigentlich? Ich hab keine Kohle. Sag ich doch beschränkt. Oder hab ich Kohle? Ja, ich hab Kohle. Beschränkt. Man muss immer in sein Inventar gucken. Ha, Luca, ein Huhn kam raus. Wow. Hammer, wie viel haben wir jetzt? Eins. Geil. Hat sich voll gelohnt. Ja, ihr kümmert euch ja gar nicht drum. Ich bin der Einzige, der sich um die U-Bahn kümmert. Ja, ich bin der Einzige, der sich um die U-Bahn kümmert. Meckere ich deswegen auch rum? Ja. Ich habe 42, ich hab 42 Bücher, jetzt mache ich mal Bücherregale. Oh, hast du 42 Bücher bekommen? Wir waren in einem Dorf und da habe ich die ganzen... Ja, genau. Wir waren nochmal in einem Dorf, und mit Julian war ich da im Dorf und da habe ich die ganzen Bücherregale abgebaut. Oh. Wo sind die Bücher hin? Achso. Ja, haben die Dorfbewohner sich zurückgeklaut. Das ist wie bei Dings, wie heißt es nochmal? Ex in Egg Guide. Kennst du das? Kennst du ja, ne? Ja, dieses mit dem Ei. Ja, zu geil, da wurde da in der Schlucht ein Hero bin. Ah, da habe ich echt voll verjagt. In der einen Folge. Das Ding. So. Das war mal so eine Folge, ich weiß nicht, wer es kennt. Das ist halt so von Elements Animation, oder wie der heißt. Ja. Und der hat halt so eine Folge. Da ist ein Ei. Ja, ein Ei. In eine Minecraft-Welt reingekommen. Ne? Das hört zu. Und das läuft da rum. Das ist der Hammerplot. Ja, was ich weiß. So, und auf jeden Fall, Scheiße. Auf jeden Fall läuft. Dass man auch unter Wasser sneaken kann, dann ist man noch langsamer. Auf jeden Fall ist es halt in der einen Folge, verwandelt sich das in Herobrine irgendwie bla, warum weiß ich. Das habe ich auch nicht verstanden. Was sollte das? Auf jeden Fall mich da so erschrocken, weil dieser Sound war so übertrieben. Das habe ich mir nach ein paar Mal immer noch halt mich erschrocken, obwohl ich mir ein paar Mal angeguckt habe. Auf jeden Fall meinte ich damit, wo war ich eigentlich? Das ist nicht. Scheiße, ich hab's Ach genau, ja, mit dem Dorfbewohner. Wo der Dorfbewohner dann, mit dem Holz da durchfährt durch die Mine. Ja. Dann so, no! Das war zu geil. Das könnte ich mir auch 1000 Mal angucken, das war einfach nur zu lustig. Was so witzig. Ich verstehe das immer noch nicht mit Minecraft. Man kann ja jetzt die Blöcke im Crafting-Table hin und her ziehen, damit man die besser aufteilen kann oder so.
Also gut, ja. Mit gedrückter Maustaste. Ich komme da auch nicht mit klar. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Mit Shift? Ich probier's mal. Oh, Skelett, ne? Die ficken. Ha. Boah. Ja, gut. Tod. Bogenskill. Du und Bogenskill. Wie? Hä? Was? Ich habe auf die Spinne gezielt und daneben stand ein Skelett, ne? Das Skelett ist gestorben. Nee. Ich habe auf dem Skelett gezielt. Und daneben war eine Spinne. Ich habe die Spinne getötet und nicht das Skelett. Auf mich schießt auch gerade ein Skelett. Ich sag das Skill, ne? Es ist so um die Ecke schießen. Einige können um die Ecke sehen, ne? Und ich kann um die Ecke schießen. Das glaubst aber auch nur du. Alter, wie viele sind das?